In diesem Video gibt es eine kurze Übersicht über die wichtigsten Funktionen der Windows Store App Track of the Day. Viel Spaß! Beginnen wir mit der Installation. Diese hat sich im Vergleich zu Version 5 geändert. Der Grund sind geänderte Richtlinien für den Microsoft Windows Store. Das bislang enthaltene Datenbanksystem muss nun manuell heruntergeladen und installiert werden. Track of the Day verwendet eine SQL-Datenbank als Archivsystem für die Ablage von Tracks, Routen und POS. Während des ersten Starts wird geprüft, ob der Microsoft SQL Server installiert ist. Fehlt der SQL Server, wird eine Webseite geöffnet, die erklärt, warum dieses Datenbanksystem benötigt wird und wo man es herunterladen und installieren kann. Nach dem Download und der Installation kehrt man zu Track of the Day zurück. Nun wird geprüft, ob der SQL Server korrekt installiert ist und ob eine Datenbankverbindung aufgebaut werden kann. Funktioniert alles, wird die Datenbank von Track of the Day eingerichtet oder eine bestehende Datenbank einer früheren Version übernommen. Track of the Day unterstützt eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte und Apps für die Navigation. Um die passenden Voreinstellungen treffen zu können, öffnet sich beim Start ein Dialog für die Auswahl des zu verwendenden Navigationsgerätes. Hier kann man ein oder auch mehrere Navigationsgeräte und Apps auswählen. Anschließend öffnet sich die neue Startpage, auf der die wichtigsten Funktionen zusammengefasst sind. Mit den beiden Pfeilen am oberen rechten Rand kann man weitere Infoseiten öffnen, die einige Basics kurz und bündig erklären. Nun klicken wir auf den Button Erste Schritte. Hier sehen wir nun eine Webseite, die einen kurzen Artikel zum Einstieg enthält. Rechts daneben können einige der Kernfunktionen abgerufen werden. Nun klicken wir auf den Button Benutzerprofil. Es öffnet sich der Dialog für die Anwendungseinstellungen, der nach Abschnitten gegliedert ist, die über Expander ein- und wieder ausgeblendet werden können. Im Abschnitt Benutzerprofil können wir zwischen Anfänger, Fortgeschritten und Experte wählen. Außerdem lassen sich allerlei Hilfsfunktionen aktivieren oder deaktivieren. Im Modus Anfänger werden Menüs auf einige Basisfunktionen reduziert und Schaltflächen ausgeblendet, die man später noch kennenlernen wird. Wir schließen die Einstellungen und tippen die Funktionstaste F1, um die Startseite erneut zu öffnen. Wir klicken erneut auf Erste Schritte und jetzt auf Standort festlegen. Es öffnet sich ein Dialog, in dem wir die Adresse unseres aktuellen Standorts eingeben. Diesen Standort kann man alternativ auch mit einem Klick auf die rechte Maustaste und die Auswahl von Aktuellen Standort hier festlegen einstellen. Der Standort ist bei der Routenplanung sehr hilfreich und ermöglicht eine schnelle Routenplanung mit der Funktion Route hierhin erstellen, wobei der aktuelle Standort der jeweilige Startpunkt der neuen Route ist. Mit der Tastenkombination STRG und H kann man die Karte jederzeit beim einstellten Standort zentrieren. Nun beginnen wir mit der Planung einer ersten Route rund um die Sierra Nevada im spanischen Andalusien. Zunächst suchen wir nach einem Hotel in der Nähe von Granada. Dazu klicken wir im Suchfeld auf das Lupensymbol. Es öffnet sich die Google Maps Webseite. Nachdem wir uns bei Google angemeldet haben, suchen wir ein Hotel in der Nähe von Granada und klicken auf das Symbol mit dem POI-Sternchen. Wir können nun einen Namen und weitere Eigenschaften einstellen und den neuen POI in der lokalen Datenbank speichern. Nun klicken wir auf die Schaltfläche mit der Aufschrift Eine Route erstellen und starten damit die schnelle Routenerstellung, das sogenannte Quick Routing. Das Quick Routing eignet sich für die Erstellung von Routen in Gebieten, die man grundsätzlich kennt und die man schnell auf einer Karte findet. In späteren Tutorials wird gezeigt, wie man Google Street View verwenden kann, um die besten Straßen für spannende neue Motorradtouren zu finden. In diesem Beispiel planen wir eine Rundtour um die Sierra Nevada. Um den Startpunkt festzulegen, klicken wir auf eine Straße in der Nähe des Hotels. Mit jedem weiteren Klick wird ein neuer Routenpunkt an die Route angehängt und ein möglicher Weg zu diesem Routenpunkt berechnet.
Alle roten Punkte können mit der Maus oder einem Stift verschoben werden. Die Tastenkombination STRG und Z löscht den jeweils letzten roten Punkt. Bei der Berechnung der roten Abschnitte wird das am unteren Rand der Karte angezeigte Routing-Profil verwendet. Nachdem unsere kleine Rundreise beendet ist, klicken wir auf den Button mit dem Zapfsäulensymbol. Es wird nun nach Tankstellen entlang der Route gesucht. Tankstellen werden als kleine Symbole entlang der Route angezeigt. Um die Route zu übernehmen, klicken wir auf den Button mit dem Plus-Symbol. Alternativ kann man den Quick-Routing-Dialog auch schließen. Man wird dann gefragt, ob man die Route verwerfen oder übernehmen möchte. Alle Routen werden im Hauptmenü am linken Rand in der Liste der Routen angezeigt. Um eine Route für die Navigation nutzen zu können, muss man sie an ein Navigationsgerät exportieren. Ist eine Route selektiert, wird im Anfängermodus die Schaltfläche Route exportieren angezeigt. Nach einem Klick öffnet sich der Dialog für den Export von Routen. Dieser Dialog enthält eine Reihe von vordefinierten Exporteinstellungen. Abhängig von zuvor ausgewählten Navigationssystem sind diese Voreinstellungen vorausgewählt. Klickt man rechts neben der Liste der Exporteinstellungen auf das Filtersymbol, werden alle verfügbaren Voreinstellungen angezeigt. Um Voreinstellungen zu ändern, zu erstellen oder zu löschen, klickt man auf den Button mit dem Stiftsymbol. Die Details der Exporteinstellungen werden in einem späteren Video erklärt. Für dieses Beispiel wählen wir Google Maps als Ziel für den Export aus und klicken auf den Button Export. Es wird nun ein Hinweis geöffnet, dass das für diesen Export notwendige Cloud Drive noch nicht konfiguriert ist. Um diese Konfiguration vorzunehmen, beenden wir den Export und öffnen die Anwendungseinstellungen. Im Abschnitt Allgemeine Einstellungen wird das sogenannte Instant Sharing für das Microsoft OneDrive aktiviert. Nachdem wir die Einstellungen geschlossen haben, können wir die Route für Google Maps exportieren. Nach dem Export wird eine Webseite geöffnet, auf der wir den Namen der Route und einen Hyperlink finden. Klickt man auf diesen Link, wird Google Maps geöffnet. Hier kann man die Route an sein Smartphone senden, um mit der Routenführung sofort zu beginnen. Will man eine Google-Route erst an einem der kommenden Tage nutzen, kann man die exportierte Webseite auf seinem Smartphone oder Tablet mit einem Webbrowser wie beispielsweise Safari oder Chrome öffnen und die Navigation mit Tippen auf den Hyperlink starten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.